Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den August. Wir schauen auf einen Monat mit viel gutem Wetter und noch mehr unschönen Ereignissen zurück. Das Feindbild Flüchtling mobilisiert den deutschen Mob auf die Straßen, während die Mauern der Festung Europa unerlässlich hochgezogen und weitere Folgen der unmenschlichen EU-Flüchtlingspolitik sichtbar werden, sei es auf einer österreichischen Autobahn, am Grenzzaun in Mazedonien, auf ungarischen Bahnhöfen oder im Mittelmeer. Derweil blockierten mehr als 1000 Leute einen Tagebau im Rheinland und der türkische Staat fährt die Repression auf ein altbekanntes Niveau hoch. Es ist also viel passiert und auch wir haben einiges für euch vorbereitet. Wir möchten euch in der folgenden Stunde zu diesen Themen informieren und auch unterhalten. Geschenke gegen die Normalität. Der Umsonstflohmarkt in Neukölln. Bis alle frei sind, zu den Hintergründen der Freilassung von Gefangenen in Belarus. Neues aus Schottland, zum gescheiterten Referendum und dessen Folgen. Emma sagt, und zwar was zur Religionsgeschichte. What the fuck, warum wir uns alle dem Marsch fürs Leben in den Weg stellen sollten. Newsflash, wir haben mal wieder die seltsamsten Nachrichten des letzten Monats für euch auf den Punkt gebracht. Sacco und Vanzetti, eine dichterische Ehrung. Geschichte, die ASJ Berlin und ihre Vorläufer. Wo herrscht Anarchie? Wie sonst auch haben wir natürlich die aktuellen Fortschritte der Anarchie dokumentiert. Rebellisches Berlin, ein Linktipp, mit dem ihr euch auch offline bestens informieren könnt. Viel Spaß! Wir beginnen mit einem schönen Thema. Und zwar haben wir uns schon zu Beginn des Sommers auf dem Neuköllner Umsonstflohmarkt umgeschaut. Dieser findet an jedem dritten Sonntag ab 15 Uhr statt und wir nutzten eine dieser Gelegenheiten, um uns mit Leuten darüber zu unterhalten, inwiefern Umsonstflohmärkte, aber auch Läden und Freeboxes eine Form politischer Praxis darstellen. Jeden dritten Sonntag im Monat gibt's in Neukölln was geschenkt. Der Umsonstflohmarkt am Rasepaarplatz oder Richardplatz, wie er noch von offizieller Seite genannt wird, bietet allerhand. Nur eines braucht Mensch auf dem Umsonstflohmarkt nicht, und zwar Geld. Denn umsonst heißt umsonst. Sprich, alle Leute können hier alles mitbringen, was sie halt so daheim rumfliegen haben und selber nicht mehr benutzen oder gebrauchen und hier halt umsonst weitergeben, halt einfach verschenken. Gebrauchsgegenstände, die sonst irgendwie im Keller liegen und ungenutzt bleiben, werden an anderer Stelle vielleicht eher gebraucht. Wenn ich daran denke, was bei mir so zu Hause alles rumfliegt, was ich nicht mehr benutze, da denke ich persönlich erstmal an den BSR. Also, was genau findet sich denn da auf dem Flohmarkt? Die Krönung letztes Mal beim Umsonstflohmarkt war eine PlayStation 3 zum Thema Materialwert. Heute habe ich Sexspielzeug entdeckt. Das ist heute mein persönliches Highlight von den Dingen, die da ist. Also die Vielfalt ist schon sehr reichhaltig. Also es ist sehr kleidungslastig und bücherlastig, aber ich habe das Gefühl, dass Leute auch wirklich das Konzept sehr verstanden haben und auch wirklich viel verschiedenes Zeug mitbringen. Und die ersten Befürchtungen, die es gab, haben sich nicht bewahrheitet. Also Leute bringen wirklich nicht einfach ihren Müll hier hin. Nun, das mit dem Müll macht vielleicht nur dann Sinn, wenn man einen unangemeldeten Umsonstflohmarkt in der Rigaer Straße veranstaltet, der dann aufgrund einer fehlenden Verkaufslizenz in kürzester Zeit samt dem Inventar von der Polizei geräumt wird. Da könnte Mensch sich mit einem vermeintlichen Umsonstflohmarkt nicht nur die Sperrmüllgebühren sparen, sondern sich auch einen Haufen behelmter Helferlinge bestellen. Aber Realsatire beiseite. Wie läuft das denn in Neukölln konkret ab? Na, ich habe eine Tasche bei mir zu Hause, wo ich immer Sachen reinfülle, die ich abgeben kann. Und ich gehe eigentlich ziemlich oft zu solchen Events. In Neukölln gibt es zum Beispiel in der Marischstraße einen Tauschladen, der immer donnerstags auf hat. Und da ich aus Hausprojektkontexten Freeboxen liebe und kenne, genau, mache ich das eigentlich ziemlich regelmäßig. Im Gegensatz zum Tauschladen wird auf dem Umsonstflohmarkt aber nicht das eine gegen das andere ausgetauscht. Für viele erst einmal eine ungewohnte Situation. Es gehen viele noch davon aus, dass da getauscht wird. Zumindest bei den ersten zwei Malen habe ich ganz oft gehört, so, ja, wie kann ich mir das jetzt einfach nehmen? Ich habe jetzt aber gar nichts dabei zum Tauschen oder so. Wir dann gesagt haben, ja, nee, ist halt umsonst, nimm dir einfach mit, du musst auch nichts hinbringen jetzt. Und
dann trotzdem so Aussagen kamen wie, ja, da habe ich jetzt aber ein schlechtes Gewissen und so. Und jetzt bei diesem Mal habe ich das jetzt noch nicht so mitbekommen. Da war eher so klar, ja, ist halt umsonst. Wir nehmen uns das und das ist auch in Ordnung, das sich einfach zu nehmen, ohne in Gegenwert zu bringen, weil genau das wollen wir ja nicht. Es geht also ganz und gar nicht darum, den eigenen Hausrat zu verkleinern und Entsorgungskosten zu sparen oder wie an gewissen Feiertagen mit der Familie festzustellen, dass die eigene Verwandtschaft die 5-Euro-Regel zum Schaden des eigenen Gewissens mal wieder ignoriert hat, sondern was in Neukölln und vielerorts auf umsonst Flohmärkten, Läden und mit den Freeboxen in Hausprojekten praktiziert wird, ist vor allem eins: eine praktische Alternative zum Warentausch. Für uns als Anarchistinnen spielt die Kritik am Kapitalismus ja eine sehr große Rolle bei dem, was wir tun. Und das Bedürfnis, einen Umsonstflohmarkt zu machen, kam ja genau daher, diese Logik zu durchbrechen. Also diese Logik, dass alles, was ich tue, einen Gegenwert haben muss. Mal aufzubrechen und dahin zu kommen, aufzuzeigen, dass es auch mit einer ganz anderen Logik funktionieren kann, nämlich mit der Logik, ich habe was, was ich gerade nicht brauche und was ich dir zur Verfügung stelle. Auch weg von einer Logik von, ich nehme alles, was ich kriegen kann, hin zu einem, ach, das brauche ich wirklich und das nehme ich mir. Und insofern würde ich schon sagen, dass der Umsonstflohmarkt ja nicht nur ein nettes Nachbarschaftsevent ist, sondern das wird ja auch durch den sehr gut besuchten und genutzten Infotisch deutlich und durch die Gespräche, die auf dem Platz geführt werden, hat das natürlich für viele Leute, die sich hier aktiv beteiligen, einen sehr wichtigen Stellenwert, eine politische Aussage damit auch zu verknüpfen, beziehungsweise auch eine politische Praxis. Naja, den Kapitalismus entspannt auf dem Flohmarkt überwinden. Diese Vorstellung lockt sicherlich sofort die ein oder andere zynische Person aus den Untiefen des Arbeitskampfes. Ist das denn nur Lifestyle und Hipstertum? Eine Möglichkeit für gut situierte Leute, sich politisch zu fühlen? Natürlich kann man nicht ausschließen, dass es von außen so gelesen wird, als Lifestyle, Projekt, whatever. Allerdings ist das auf gar keinen Fall der Hintergedanke. Ich würde es daher auch nicht als Lifestyle bezeichnen, sondern halt eher als Alternative für ein kapitalistisches Wertesystem, für den Leuten halt einfach im Kleinen zu zeigen, dass man halt losgelöst von einer Verwertungslogik, die immer auf einem Gegenwert basiert, halt einfach Alternativen bieten kann und Güter halt verschenken kann. Ja, den Gedanken, dass alles einen Wert hat, alles Ware ist, einem gehört oder nicht und von einer Person zur nächsten eigentlich nur durch den Tausch von gleich hohen Warenwerten wandern kann, all das haben wohl alle, die in kapitalistischen Gesellschaften sozialisiert sind, verinnerlicht. Genau da soll durch den Umsonstansatz eine andere Situation erfahrbar gemacht werden. Und das scheint auch bei einigen anzukommen. Ich glaube, mir fällt irgendwie so eine andere Wertschätzung auf. Man sagt ja trotzdem Danke und freut sich, dass man irgendwas mitnehmen kann. Und die Leute sitzen an ihren Freude. Ich glaube, es ist irgendwie auch so eine Freude, Sachen zu verschenken. Trotz allem ist es nun mal so, dass im Kapitalismus auch politische Praxen in die Verwertung integriert werden können. Heißt, wenn so ein Umsonstflohmarkt den Kiez interessanter, lebendiger und spannender macht, übersetzt sich das eventuell auch in steigende Mieten. Ein Grund, es sein zu lassen? Wohl kaum. Die Angst davor, dass die eigene Praxis irgendwie zu einer Aufwertung beiträgt, ich finde, man sollte das immer mitdenken, man sollte das immer reflektieren, man sollte aber halt auch nicht zu dem Punkt kommen, deswegen keine politische Praxis mehr zu machen. Weil in dieser Ambivalenz wird man sich, wie gesagt, immer bewegen. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man den Widerstand zum System halt dabei auch einfach immer wieder sehr deutlich macht. Eine solche Haltung schließt die Anknüpfung an andere Konfliktfelder mit ein. In einem Bezirk wie Neukölln liegen da neben der Gentrifizierung auch der Kampf gegen die Ausgrenzung nichtdeutscher Personen nahe. Doch das könnte auch auf dem Flohmarkt besser laufen. Was man halt schon sagen muss, was bis jetzt ein bisschen schade ist, also die Kritik ist, finde ich, durchaus wichtig zu betonen. Die Nachbarschaft ist ja eigentlich sehr stark migrantisch geprägt. Und wenn wir uns umgucken, also ich bin selber eigentlich sehr begeistert davon, wie viele Leute jedes Mal kommen. Also es ist auch nicht das erste Mal heute, dass gezählt über 100 Leute da sind. Aber die Kritik ist schon da, dass wir uns tatsächlich darüber Gedanken machen müssen, warum das Ganze doch sehr weiß geprägt ist. Also es ist schon die Bevölkerung mit Deutsch als Muttersprache, um das vielleicht so auszudrücken, die sich hier wiederfindet. Um diese Situation zu verbessern, werden Flyer übersetzt und auch die Webseite soll es bald mehrsprachig geben. Dass die Veranstalter und ihr Umfeld vehement daran festhalten, den Veranstaltungsort nicht Richardplatz, sondern Rasepaarplatz zu nennen und auch gegen Widerstand entsprechend zu beschildern, zeugt ebenfalls von einer gewissen Affinität. Schon seit 2013 gibt es Versuche der eigenständigen Umbenennung. Dadurch soll an Mohammed Rasepaar erinnert werden, einer geflüchteten Person aus dem Iran, welche sich 2012 in Würzburg das Leben nahm. Dieses traurige Ereignis wird dabei als Ausgangspunkt für das Aufkommen der Refugee-Bewegung im deutschsprachigen Raum verstanden.
Der Umsonstflohmarkt in Neukölln ist nur einer von vielen Orten, an denen Menschen sich abseits der kapitalistischen Logik begegnen können. Für mehr Infos besucht ihr umsonstflohmarkt.noblogs.org. Denn auf unserer Webseite, wo ihr auch die Möglichkeit zum Mitmachen findet, euch zu melden, da gibt es auch einen langen Text zu den Hintergründen, warum das Ganze eigentlich passiert aus anarchistischer Perspektive. Und da gibt es auch einen Link zu einer, ich glaube, sehr gut gepflegten Liste von Umsonstläden im gesamten deutschsprachigen Raum. Diese gut gepflegte Seite findet ihr unter umsonstladen.de. Die Blogadresse des Neuköllner Umsonstflohmarktes lautet umsonstflohmarkt.noblogs.org. Und für alle, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, gibt es die Links natürlich auch direkt zum Anklicken bei uns unter aradio.blogsport.de. In Belarus sind am 22. August eingekerkerte Anarchistinnen freigekommen. Um zu verstehen, warum es gerade jetzt zu diesen Freilassungen gekommen ist, haben wir uns mit Leuten vom Anarchist Black Cross Belarus unterhalten. Aus Sicherheitsgründen wurde das originale englischsprachige Interview von uns neu eingesprochen. Hi. Am 22. August machtet ihr bekannt, dass der letzte Diktator Europas endlich die verbliebenen anarchistischen Gefangenen Ihar Alenevich, Mikhailai Tsiadok und Artyom Pravabenko freigelassen hat. Was ist der Hintergrund dieser Entscheidung? Some of you may know that Belarus is sometimes called the last dictatorship in Europe. Manche wissen ja vielleicht, dass Belarus zuweilen als die letzte Diktatur Europas bezeichnet wird. Das Land ist konstant Ziel von politischen und Wirtschaftssanktionen aufgrund der Verletzung von Menschenrechten und politischen Rechten sowie aufgrund von Repressionen. Die Europäische Union und die USA verlangen bereits seit 2010 die Freilassung aller politischen Gefangenen. Seitdem wurden zahlreiche Personen vom Präsidenten begnadigt und freigelassen. Im August 2015 waren nur noch 6 politische Gefangene in Haft, einschließlich unserer Genossen und eines ehemaligen Präsidentschaftskandidaten. Aktuell versucht Lukaschenko, Unterstützung für die für den 11. Oktober 2015 angesetzten Wahlen zu gewinnen. Diese Geste ist also sicherlich als Versuch zu werten, unter den europäischen Regierungen an Glaubwürdigkeit zu gewinnen und eine neue politische Tauwetterphase einzuleiten. Lukaschenko hat jedes Mal, wenn er etwas von Europa brauchte, auf dieses Mittel zurückgegriffen. In diesem Fall hofft er auf eine Anerkennung der Wahl als transparent und demokratisch. Same scheme every time he needs something from Europe. In this case he hopes for recognition of the election as transparent and democratic. Mussten Sie etwas unterzeichnen? Wie lange wäre Ihre Haftdauer noch gewesen? Artyom Prakapenka reichte im Februar dieses Jahres ein Gnadengesuch ein, das im April jedoch abgelehnt wurde. Die anderen Gefangenen haben nie etwas unterzeichnet und wurden einfach auf Initiative des Präsidenten begnadigt. Mikhailai sollte im März 2016 freikommen, Ihar im November 2018, Artyom im Januar 2018. Ihar im November 2018, Artyom in January 2018. Wurden alle politischen Gefangenen freigelassen? Und falls nicht, wer ist noch im Gefängnis? Yes, all those international. Ja, all jene, die international als politische Gefangene anerkannt sind, wurden freigelassen. Gleichzeitig wurden jedoch Anfang August 3 weitere Personen wegen politischer Graffiti verhaftet. Sie stammen aus der sogenannten ethnisch-anarchistischen Szene. Darüber hinaus unterstützen wir noch 4 AntifaschistInnen, die von internationalen Organisationen nicht als politische Gefangene anerkannt werden, sowie einen Anarchisten, der seinen Fall lieber nicht öffentlich machen will. And an anarchist who prefers his case not to be public. Einfach mal aus Neugier, was sollen bitte ethnische Anarchistinnen sein? These are people who come from an anti-fascist. Das sind Leute, die von einem antifaschistischen Fußball-Hooligan-Kontext kommen und die in letzter Zeit stark von Patriotismus und nationalistischer Ästhetik beeinflusst wurden. Sie propagieren den Antifaschismus und antiautoritäre Ideen und stehen gleichzeitig gegen eine kulturelle Unterdrückung durch Russland, während sie sich für ein Neuaufleben der belarussischen Kultur und Sprache stark machen. Diese Mischung führt zur Verwendung von Slogans wie Belarus muss belarussisch sein, eine Revolution des Bewusstseins, sie kommt. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Revolution of the consciousness, it's coming. Peace to huts, war to palaces. Wie wird sich der Fokus eurer Arbeit nun verschieben, falls überhaupt?
Actually, we were giving a lot of attention to. Wir haben tatsächlich den freigelassenen GenossInnen von 2010, 2011 viel Unterstützung zukommen lassen, als diese am meisten benötigt wurde. Im Laufe der Zeit haben wir unsere Ressourcen etwas gleichmäßiger auf alle Gefangenen verteilt. Aus diesem Grund können wir eigentlich nicht sagen, dass mit diesen Freilassungen plötzlich ein Haufen Arbeit weg ist. Aktuell bereiten wir uns auf die neuen Wahlen vor, die für gewöhnlich zu neuen Verhaftungen und Verurteilungen führen. Wir versuchen auch, mehr präventive Arbeit zu machen, indem wir AktivistInnen Strategien näher bringen, wie sie Repression vermeiden und der Polizei die Arbeit möglichst schwer machen können. Was erwartet ihr politisch und bezogen auf die Repression für die vermutlich im Herbst anstehenden Wahlen? For now, it looks extremely suspicious that the repression hasn't started yet. Zurzeit sieht es verdächtig ruhig aus, weil die Repression noch gar nicht begonnen hat. Vielleicht haben die Cops entschieden, dass sie sich zunächst um die sogenannten ethnischen Anarchistinnen und die Fußball-Hooligans kümmern werden. Im Sommer gab es ja ein paar Verhaftungen. Gleichzeitig denken wir aber, dass dies nur eine taktische Zurückhaltung ist. Die Bullen vergessen die Anarchistinnen und ihre engsten Kreise keinesfalls, was sich auch an einer kürzlichen Razzia gegen ein Open-Air-Punk-Konzert ablesen lässt und den paar Prozessen, die im Zuge der Solidaritätskampagne im Januar-Februar 2015 begonnen haben. Wir haben das Gefühl, dass die Cops nur auf den richtigen Moment warten, um ihre schwarzen Listen herauszuholen und damit beginnen, Leute aufgrund des Verdachts der Teilnahme an Soli-Aktionen festzunehmen. Was die Wahlen angeht, so ist es noch völlig unklar, ob es überhaupt zu Protesten kommen wird, weil die Opposition gespalten ist und es gefährlich ist, zu Protesten auf den Straßen aufzurufen. Die Erinnerung an 2010 ist noch wach, als alle anderen Präsidentschaftskandidatinnen einfach verhaftet wurden. Und den Anarchistinnen mangelt es leider aktuell an einer breiten gesellschaftlichen Basis, die sich unserem Aufruf zum Protest anschließen würde. Anarchists themselves are far from having a vast social base that can join our call to protest. Vielen Dank. Mehr Infos findet ihr auch unter abc-belarus.org. Wie viele andere Leute waren auch wir im Urlaub. Beeinflusst vom neoliberalen System waren wir natürlich nicht untätig, sondern haben uns mit AnarchistInnen anderer Länder getroffen. Das nun folgende Interview wurde in Glasgow, der größten Stadt Schottlands, mit einem Mitglied der lokalen anarchistischen Föderation geführt. Die AFED, also die anarchistische Föderation in Großbritannien, teilt sich in verschiedene Lokalföderationen in fast allen großen Städten des Landes. Im Gespräch ging es um die aktuellen Probleme in Glasgow, das in Großbritannien vor allem für Armut und Gewalt bekannt ist. Das spiegelt sich auch in der Arbeit der AFED Glasgow wider. Programm ist weniger Kampagnenarbeit, sondern praktische Solidarität in verschiedenen lokalen Kämpfen. So sind Mitglieder der AFED Glasgow in der örtlichen No Borders Struktur zu finden. Sie übernehmen dort Aufgaben, deren Ausführungen für Geflüchtete sehr gefährlich wäre und wahrscheinlich mit Verhaftung und Abschiebung enden würden. Ebenfalls wird versucht, Abschiebungen und Zwangsräumungen von Geflüchteten, aber auch der schon länger ansässigen Bevölkerung Glasgows zu verhindern. Eine große Rolle spielt auch die Unterstützung von SozialhilfeempfängerInnen. Weil die Regierung den Zugang zu Unterstützungsleistungen wie zum Beispiel Wohngeld durch diverse Hürden erschwert. Ein weiteres Thema im Gespräch war das Referendum in Schottland im September 2014. Dort wurde von der Bevölkerung über die Unabhängigkeit Schottlands abgestimmt. Bei einer Wahlbeteiligung von fast 85% stimmten mehr als die Hälfte der WählerInnen für Nein. Schottland blieb also Teil Großbritanniens. Politische Veränderungen gab es trotzdem. Wie diese aussahen, berichten unsere schottischen Freunde. Das Referendum hatte insgesamt einen deutlich negativen Effekt auf die politische Landschaft, auch wenn es auf der Oberfläche anders erscheinen mag. Denn in der Zeit, in der das Referendum in die Wege geleitet wurde, konnte sich die Idee des Nationalismus wieder in die Politik einschleichen und als etwas Akzeptables etablieren. Sie wurde von einer Art Randerscheinung, einer Art inakzeptablen, vernachlässigbaren Position zu einer akzeptierten. Insofern hatte es also einen großen Effekt. Bei jeder Kampagnenaktivität, die von einem eher libertären Standpunkt ausging, wurde zuerst die Antwort gegeben, dass, Zitat, der erste Schritt in dieser Kampagne der ist, unabhängig zu werden, Zitat Ende, statt sich einfach dem Thema zu widmen, unabhängig davon, wer gerade in der Regierung sitzt. Die Idee, dass diese neue Regierung die Dinge besser machen würde,
hat sich meiner Meinung nach bereits während unserer eigenen Lebenszeit als unwahr herausgestellt. Wir könnten auf die Entwicklung der Labour Party zurückblicken, die nach 18 Jahren konservativer Regierung zurück an die Macht kam. Die Leute sagten, das sei ein neuer Start, ein Neuanfang, eine neue Hoffnung. Das Slogan der Labour Party war, es kann nur besser werden. Und sie nutzten das als Tarnung für die beschleunigte Umsetzung des neoliberalen Programms und für eine Verschärfung des neoliberalen Kapitalismus in Großbritannien. Und ich denke, dasselbe gilt auch für das, was gerade in Schottland passiert. Nämlich, dass, egal wer das Referendum verlieren oder gewinnen würde, es ein großer Schlag gegen die Arbeiterinnenklasse sein würde, von der sie lange brauchen wird, um sich zu erholen. Also, der wahre Gewinner des Referendums war die Scottish Nationalist Party, die SNP. Selbst wenn man die Nein-Stimmen zur Unabhängigkeit als eine Niederlage für sie begreift, so ist ihre Mitgliederzahl am Tag nach dem Referendum steil angestiegen. Nicht nur ihre, auch die der Grünen Partei, die sich auch sehr stark für die Unabhängigkeit eingesetzt hatte, stieg an. Aber nicht so stark wie die der Nationalistinnen. Und das ist sehr gefährlich. Die Scottish Nationalist Party spielt die perfekte Opposition, besonders als die Labour Party ihre Rolle als Opposition vernachlässigte. An der Westküste Schottlands ähnelt die Rhetorik der Nationalist Party stark der alten Labour Party. Es ist ein althergebrachter Sozialismus. Es geht um öffentliche Versorgungsleistungen und die Sorge um die Menschen und den Gemeinschaftssinn. An der Ostküste, an der die SNP, die konservative Partei, die Tories, in den späten 1990ern von der Macht abgelöst hat, spielt sie eine weit konservativere Rolle. Einige der SNP-Mitglieder, die jetzt gewählt wurden, waren vorher Mitglieder der konservativen Partei und sind nun in der SNP. Das ist die Rolle, die sie dort spielen, und wenn du danach schaust, wie sie abstimmen und wie sie sich entwickeln und die Dinge, die sie umsetzen, sie geben nur in den Dingen nach, in denen sich die Arbeiterinnenklasse einbringt, beispielsweise wenn sie die Erhebung der Schlafzimmersteuer oder die Umsetzung des Frackings in Schottland hinauszögern. Sie machen das nur, um nicht schlecht dazustehen und um immer mehr Macht ansammeln zu können. Jedes Mal, wenn sie die Gelegenheit hatten, in ihrer Rolle als Regierung etwas für die Arbeiterinnenklasse zu tun, es aber keinen Druck auf sie gab, haben sie nicht gehandelt und sie werden auch niemals handeln. Sie haben wirklich gewonnen. Und sie haben nach dem Referendum einen Mitgliederboom erlebt. Und ihre Anhängerschaft ist scharf darauf, etwas zu reißen. Vermutlich waren diese Leute vorher nie wirklich politisch aktiv gewesen. Und jetzt wollen sie etwas tun, weil sie denken, dass die Unabhängigkeit der Weg zu einer besseren Gesellschaft ist. Das ist jedenfalls, was ihnen erzählt wurde. Das haben sie erwogen und sind zum Schluss gekommen, dass das jetzt der Weg ist. Da es dieses Jahr Parlamentswahlen gab, schickte die SNP jedem neuen Mitglied ein Päckchen zu, mit dem sie sagen wollten, schau, wir müssen Leute von der SNP ins Parlament bringen, um Schottlands Interessen zu repräsentieren. Und weiter? Nimm dieses Päckchen, nimm das Poster und klebe es in dein Fenster mit unseren Symbolen und unserem Namen. Und hier ist ein Button, den trägst du, wenn du rausgehst und wenn dich wer fragt, wenn du wählst, sagt der Person, dass du die Scottish Nationalist Party wählst und versuchst sie zu überzeugen. Und so haben sie jetzt diese riesige Mitgliederbasis. Nicht alle machen das dann, aber mehr als je zuvor, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Und das hat gewirkt. Sie haben den schottischen Teil der Wahlen abgeräumt. Jetzt kommen aus Schottland ein Mitglied der Labour Party, ein Mitglied der Tories und ein Mitglied der liberalen Demokratinnen. Alle anderen Sitze aus Schottland gingen an die SNP. Und das passte ihnen natürlich wieder perfekt in den Kram. Denn jetzt können sie sagen, dass der Grund dafür, warum die Konservativen landesweit an die Macht kamen, nicht das SNP-Wahlergebnis war, sondern das Versagen der Labour Party. So können sie so tun, als ob Labour gescheitert wäre und nicht, dass die SNP nicht stark genug ist. Labour hat versagt. Die SNP-Abgeordneten im britischen Parlament sind in einer Minderheitsposition, so dass sie nicht einmal mit der Unterstützung der Labour Party die Mehrheit hätten. Und weil sie sich sowohl auf die rechte wie auf die linke Seite schlagen können, können sie viel Lärm machen. Sie haben die jüngste Parlamentarierin, die je gewählt wurde. Sie kommt aus Paisley und sie ist rhetorisch sehr gewandt. Es hört sich echt gut an, sogar für mich zugegeben. Aber ich nehme es ihr nicht ab. Es ist nicht glaubwürdig, denn sie ist in einer Partei, die diese Werte einfach nicht vertritt, egal was sie sagt. Aber sie ist in der Lage, Reden zu halten, bei denen sie auf die Labour Party zugeht, im Sinne von, hey, wir machen Oppositionsarbeit gegen die Tories, warum arbeitet die Labour Partei nicht mit uns zusammen? Diese Karte können sie ausspielen und gleichzeitig eine sehr rechte und äußerst neoliberale Wirtschaftspolitik unterstützen. Der nächste Schritt wird also sein, diesen Schwung bis zu den schottischen Regionalwahlen im nächsten Jahr beizubehalten. Denn jetzt können sie sagen, die bösen Tories, die bösen, bösen Rechten sind an der Macht und wir müssen sie irgendwie stoppen. Wir haben es in London versucht und wir geben dort unser Bestes, aber wir sind nur eine kleine Minderheit. Wir müssen in Schottland an die Macht kommen, wo wir eine starke Mehrheit haben können. So können wir die Dinge in den Griff bekommen. Und dann, so ist meine Einschätzung, werden sie für die nächsten Wahlen Fuß fassen. Und die nächste Welle der Ausreden danach wird lauten, tja, wir verfügen immer noch nicht über ausreichend Macht.
Am Ende werden sie eine starke Machtbasis errichten, um eine kleine konservative Partei für Schottland zu werden. Und dann, wenn die schottische Unabhängigkeit Realität wird, werden sie für eine Weile die führende Partei werden. Denn dann wird sich ihre Rhetorik in eine Defensive verwandeln, nach dem Motto, wir müssen unsere Errungenschaften verteidigen. Soweit zur aktuellen politischen Landschaft. So, yeah, that's a big sweep of the political landscape at the moment. Vielleicht ist die ein oder andere über den Begriff der Schlafzimmersteuer gestolpert. Dabei handelt es sich um einen Teil der Sozialreform 2012, bei dem es darum geht, dass SozialhilfeempfängerInnen nur Anrecht auf eine bestimmte Wohnungsgröße haben. Wird diese überschritten, wird das Wohngeld, das vom Staat an SozialhilfeempfängerInnen gezahlt wird, reduziert. Natürlich gehen politische Veränderungen wie ein Referendum auch an AnarchistInnen nicht spurlos vorüber. That's a sort of another interesting topic, because I'd say das ist ein anderes interessantes Thema. Ich denke, der Aufschwung des Nationalismus, der sich auch in der Linken breit gemacht hat, ist auch in der anarchistischen Bewegung angekommen. Manche Leute haben sich von der Idee einnehmen lassen, dass eine Regierung, die physisch näher an dir dran ist, möglicherweise eher zu Kompromissen bereit sein wird. Das kann sein, muss es aber nicht. Sie mögen dir physisch näher sein, aber es bedeutet auch mehr Bürokratie pro Kopf. Selbst wenn es also eine stärkere, mehr in die Gesellschaft eingebettete Regierung sein würde, so würden auch die nationalistischen Ideen dadurch mehr Aufwind bekommen, im Sinne davon, dass das doch unsere Regierung ist und nicht unser Feind. Dieses Spielchen drang auch in die anarchistische Bewegung ein, was wir daran ablesen konnten, dass Leute, die in Glasgow langjährig anarchistisch unterwegs waren, jetzt in Parteien eingetreten sind, zum Beispiel in die Grüne Partei oder in die SNP. Es geht also um echte neoliberale Parteien, für die Anarchistinnen ihre Prinzipien verbiegen. Jetzt behaupten sie, sie würden es mit einer kritischen Haltung machen oder dass sie die Parteien nur benutzen, um sie hinsichtlich ihrer Versprechen unter Druck setzen zu können. Dabei ignorieren sie aber komplett, was politische Parteien sind und was ihre Rolle in der Gesellschaft und als Teil des Staates ist. Ich denke daher, dass das Beste, was wir auf persönlicher Ebene ebenso wie als anarchistische Föderation machen können, eine konsistente Kritik am Staat und eine realistische Kritik am Nationalismus und seiner Rolle in der Gesellschaft ist, nämlich der Spaltung der Arbeiterinnenklasse. Und dabei sollten wir mit Nachdruck auch bleiben. Ich denke jedoch, dass es ein Fehler wäre, auf Leute zuzugehen, die lose UnterstützerInnen der SNP sind und ihnen zu sagen, du liegst falsch. Das würde nur dazu führen, dass sie anfangen, sich zu rechtfertigen und später für keine unserer Ideen empfänglich wären. Ich denke, um aktuell voranzukommen, sollten wir auf diese Leute zugehen und sagen, okay, du unterstützt die Unabhängigkeit und du bist in diese politischen Parteien gegangen, unter der Annahme, dass sie die Probleme deines Lebens lösen können oder Probleme, die du in der Gesellschaft siehst. Und dann können wir über diese Probleme reden, über diese Kämpfe und sagen, gut, wie sieht's mit dir aus? Nicht mit deiner Partei, nicht mit irgendwas sonst. Wie bringst du dich in die Kämpfe ein? Und ohne die Person in die Defensive zu treiben, sagen wir, das hier sind Möglichkeiten, wie du dich einbringen kannst. Wenn es um einen Kampf um Sozialhilfeansprüche geht, die dir entzogen wurden, hier sind die Gruppen, die dazu kämpfen. Hier sind Leute, mit denen du dich vernetzen kannst. Ihr könnt euch zusammensetzen und herausarbeiten, wie ihr diesen Kampf führen wollt. Dasselbe gilt praktisch für jede andere Situation, beispielsweise wenn es um Umweltthemen geht. Menschen vernetzen, die Gemeinsamkeiten im Kampf finden und dann die Leute in diese Kämpfe involvieren. Selbst wenn sie in eine politische Partei eingetreten waren, können sie nach einer Weile sehen, dass politische Parteien nichts machen und direkte Aktionen und Selbstorganisierung die Schlüssel sind, um wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Direct action and self-organization are the keys to getting any real change. Das war natürlich nicht das ganze Interview. Die komplette Version findet ihr wie immer auf unserem Blog. Sehr schade, dass Nationalismus auch vor Anarchistinnen nicht Halt macht. Wir sind selber gespannt, wie sich die Situation in Schottland weiterentwickeln wird. Denn wie die Genossin vor Ort meinte, wird das nicht das letzte Referendum gewesen sein. Aber wir kommen direkt. Psst! Leute, seid mal ruhig. Emma will was sagen. Der Angriff auf die Allmacht Roms, den die großartigen Gestalten Huss, Calvin und Luther anführten, war wie ein Sonnenaufgang mitten in der Dunkelheit der Nacht. Aber sobald Luther und Calvin Politiker wurden und den kleinen Potentaten, dem Adel und der Stimmung des Pöbels zu schmeicheln begannen, setzten sie die großen Möglichkeiten der Reform aufs Spiel. Sie hatten Erfolg und gewannen die Mehrheit. Aber diese Mehrheit erwies sich bei der Verfolgung von Denken und Vernunft als nicht weniger grausam und blutrünstig als das katholische Monstrum. Emma sagt,
Unsere Rubrik mit Zitaten von Emma Goldman. 2015 jährt sich der Todestag der russischen Anarchistin nun zum 75. Mal. Zu diesem Anlass hört ihr ausgewählte Einblicke in ihr Denken. Na, wenn wir schon beim Thema Religion sind, dann sollten wir uns ganz kurz über den sogenannten Marsch fürs Leben unterhalten. Dieser soll am 19. September mal wieder in Berlin stattfinden. Wer von diesem schaurigen Event noch nichts gehört hat, kann sich auf whatthefuck.noblogs.org informieren. Dort findet ihr den Aufruf des Gegenbündnisses sowie eine Reihe von Terminen zu Aktionen und Infoveranstaltungen. Wir möchten euch alle dazu aufrufen, zumindest am 19. September um 11 Uhr zum Anhalter Bahnhof zu kommen. Denn der Marsch fürs Leben stellt eine Plattform für reaktionäre Antifeministinnen sowie christliche Fundamentalistinnen dar. Die sich als LebensschützerInnen bezeichnenden Fundis fordern ein generelles Verbot für Schwangerschaftsabbrüche. Eingebettet ist dieser versuchte Angriff auf die Selbstbestimmung von Menschen in ein reaktionäres Weltbild, bei der es um den Erhalt der heterosexuellen, patriarchalen Kernfamilie geht. Das traditionelle Familienmodell der 50er und 60er Jahre, das für den heutigen neoliberal ausgerichteten Kapitalismus nicht mehr so entscheidend ist, stellt für die Fundis einen sicheren Hafen dar, den sie in Gefahr sehen und mit dem sie die kapitalistischen Widersprüche wohl scheinbar besser ertragen können. Daher 19. September, 11 Uhr, am Anhalter Bahnhof. Weitere Termine auf der Bündnisseite. Die findet ihr auch bei uns unter aradio.blogsport.de. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Jetzt wechseln wir das Thema und schauen uns mal an, was unsere Nachrichtenredaktion im letzten Monat so zutage gefördert hat. Mit dem Newsflash für den August. Schrumpfende Gefangenenreserve gefährdet Gefängnissystem in den USA. In den USA geht langsam die Gefangenenreserve zur Neige. Angesichts zahlreicher, potenziell leerstehender Gefängnisneubauten sehen die damit beauftragten Privatunternehmen ihr Geschäft in Gefahr. Um einer Klage zur Investitionssicherheit zuvorzukommen, bemüht sich die Exekutive in den USA um eine Erschließung neuer Quellen. In Kentucky wurden jetzt modellweise 8- und 9-Jährigen in der Schule Handschellen angelegt. Expertinnen sagen der Idee eine große Zukunft voraus. Tourismus in Deutschland boomt. Wie eine aktuelle Statistik belegt, war Bayern 2014 besonders beliebt bei internationalen Gästen. Die G7-Gäste sahen das genauso und planten den G7-Gipfel deshalb vorsorglich in Bayern. Angesichts drohender Umsatzeinbußen aufgrund wegbleibender anderer Gäste im Juni 2015 beschloss die Bundesregierung, den Tourismusbetrieb im beschaulichen Bayern kräftig unter die Arme zu greifen und reservierte Übernachtungsgelegenheiten rund um Garmisch-Partenkirchen für 30.000 Personen. Deutschland schafft sich ab und macht Platz. Die UNO hat vor kurzem ihre jüngste Bevölkerungsprognose veröffentlicht und ist zu dem Schluss gekommen, dass in 85 Jahren in Deutschland nur noch 63 Millionen Menschen leben sollen. Dieser Trend soll ganz Europa betreffen. Der Hochrechnung zufolge werden statt aktuell 738 Millionen Menschen nur noch 646 Millionen dort leben. Migrationsexpertinnen zeigen sich zuversichtlich, dass Migrantinnen dabei helfen werden, diesen Negativtrend aufzufangen und empfehlen, die Grenzen aufzumachen. Wer hat uns verraten? SPD drängelt sich bei der Antwort vor. Andreas Bausewein, seines Zeichens SPD-Chef in Thüringen, hat die Zeichen der Zeit erkannt. Keine Provokation bedeutet niemand, der sich provoziert fühlen könnte. Entsprechend schlägt er vor, Kinder von AsylbewerberInnen weniger Zwang anzutun. Diese sollen nicht länger verpflichtet werden, zur Schule gehen zu müssen. ExpertInnen aus der Beleuchtungsindustrie bestätigen die Richtigkeit des Ansatzes. Wo kein Licht, ist auch nichts zu sehen. Spanischer Staat will TerroristInnen den Hahn abdrehen. Beleidigt darüber, dass potenzielle und vermeintliche TerroristInnen sich abends an eine Kneipe ihrer Wahl setzen könnten und einfach das Leben genießen, hat der spanische Staat beschlossen, im Baskenland mehr als 100 als soziale Zentren und Kneipe dienende Objekte zu schließen und Zwang zu versteigern. Wenn TerroristInnen einen trinken wollen, dann sollen sie das bitte direkt auf der Polizeistation tun, so ein Regierungssprecher. Foodwatch-Analyse fördert Grausiges zutage.
Bislang geheim gehaltene Untersuchungen der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sind jetzt öffentlich geworden. Demnach seien für Kinder entwickelte und in Supermärkten zum Verkauf angebotene Lebensmittel nicht gesund für Kinder. Regierung und Industrie sollen seit Jahren von diesem Skandal gewusst, aber geschwiegen haben. Kinder allen Alters zeigten sich äußerst wütend über die Öffentlichmachung dieser Information. Ja, das schmeckt halt schon besser, wenn nicht ganz glasklar ist, was da wie drin ist. Aber wir sind halt gegen Ignoranz, egal wie segensreich sie auch einem erscheinen mag. Vor 88 Jahren, am 23. August 1927, wurden Ferdinando Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, besser bekannt als Sacco und Vanzetti, in Charleston, Massachusetts, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die Anarchopädie beschreibt die weltweiten Reaktionen auf den Justizmord folgendermaßen. Außerhalb der USA entlud sich die Wut über die Hinrichtung und auf Amerika in teilweise wilden Protesten. In Genf zogen geschätzte 5000 Demonstranten durch die Straßen. Wie auch in anderen Städten kam es zu Aggressionen gegen amerikanische Einrichtungen, Geschäfte, Autos und Kinos, die amerikanische Filme spielten. In Paris musste die US-amerikanische Botschaft mit Panzern geschützt werden. In Berlin versammelten sich die Menschen zu einer der größten Demonstrationen der Weimarer Republik. Auch in anderen deutschen Städten wurde demonstriert, etwa in Stuttgart mit einem rund zweistündigen Fackelzug. Bei Ausschreitungen am Rande der Demonstration kam es in Deutschland zu insgesamt 6 Todesfällen. Auch in England, Skandinavien, Portugal, Mexiko, Argentinien, Australien und Südafrika kam es zu Streiks und wilden Demonstrationen. Zu Ehren von Sacco und Vanzetti schrieb der deutsche Anarchist und Dichter Erich Mühsam 1928 ein Theaterstück mit dem Titel Staatsräson, ein Denkmal für Sacco und Vanzetti, Berlin 1928. Der 15. und letzte Akt endete mit einem Gedicht, das wir hier vertont haben. Brüder, euer Name lebt, unseren Fahnen eingewebt, ewig unverfänglich. Wenn die rote Freiheitsflamme loht, soll ihr Glanz der Welt verkünden, euren Kampf und euren Tod. Treue eurem kühnen Geist, der den Weg der Zukunft weist. Brüder, wir geloben, was euch leiden ließ der Mörderstaat, jede Stunde eurer Qualen sei ein Hebel unserer Tat. Kampf sei euer Dank und Lohn, Kampf dem Staat der Reaktion, Kampf bis zu dem Tage, da der Spuk der Macht in Staub zerrinnt, wenn in jedem Land auf Erden sich das Arbeitsvolk besinnt. Brüder, die ihr für uns starbt, euer Blut fließt unvernarbt, bis die Massen siegen. Klassenkampf und Solidarität geben in die Hand des Volkes Land, Fabrik und Feldgerät. Eure Sehnsucht, eure Pein soll uns Stern und Geißel sein, Sacco und Vanzetti. Euer Beispiel stirbt der Menschheit nie, freie Welt sei euer Denkmal, Sozialismus, Anarchie. Vom 23. bis 30. August fand zum zweiten Mal eine internationale Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen statt. Der Zeitraum wurde ebenfalls zu Ehren von Sacco und Vanzetti gewählt. Zu den Aktionen, die dieses Jahr stattfanden, gehörten Banneraktionen im australischen Melbourne, in Zypern, im litauischen Riga, im finnischen Helsinki, Vorträge in Kolumbien, Videoaufführungen in Litauen, Plakatieraktionen und an verschiedenen Orten der USA sowie Veranstaltungen in Mexiko und Brasilien. Auch in Deutschland gab es eine von der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr organisierte Banneraktion in Dortmund. Als anarchistisches Radio waren wir direkt an der Bewerbung beteiligt und führten ein Interview zur Soli-Woche, das wir in 3 Sprachen veröffentlichten. Auf dass sie alle freikommen. Für ein Ende des Gefängnissystems. Vor kurzem feierte die anarcho-syndikalistische Jugend Berlin, die ASJ Berlin, ihr 6. Jubiläum. Wir nahmen dies zum Anlass, mit ihnen ein Interview zu führen. Auf Grundlage des Interviews, aber auch mit anderen Quellen, haben wir einen Beitrag zusammengestellt, in dem es um die ASJ, ihr politisches Konzept und auch die geschichtlichen Vorläufer geht. Das komplette Interview als solches könnt ihr in wenigen Tagen auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de nachhören. Okay, was macht die ASJ denn so?
Wir haben da so ein Audio von einem Zeltlager gefunden. Beim Zeltfestival der ASJ werden Action, Ehrenamt und Leute kennenlernen großgeschrieben. 140 Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen sowie Gäste von der ASJ Kaiserslautern, ASJ Suhl und aus Niederösterreich kommen hier zusammen. Wir sind im idyllischen Teutoburger Wald. Genauer gesagt auf dem Zeltplatz Abenteuerland Bodenburg. Hier kampiert für die nächsten 3 Tage die ASJ, der Kinder- und Jugendverband des Arbeiter-Samariter-Bunds. Ja, das scheint dann doch die falsche ASJ zu sein. Es mag ja ab und an auch ein ASJ-Sommercamp gegeben haben, aber für gewöhnlich widmet sich die Gruppe dann doch deutlich ernsteren Themen zu. Dazu gehört zum Beispiel auch dieses. Hier wurde ein Mann dafür getötet, weil er im Nazi-Jargon als asozial galt. Ein Mann, der dem kapitalistischen System voller Leistungsdruck, Arbeitsplätze und Prekarität nicht standhielt, wurde genau dafür hingerichtet. Doch schreiben sich nicht auch Nazis auf die Fahne, antikapitalistisch zu sein? Ja, das tun sie. Doch das ist nur oberflächlich, nicht als reine Fassade. Das beweist nicht nur der Mord an Dieter Eich. Heute wie gestern versuchen sich Nationalsozialistinnen einen proletarischen Anstrich zu geben, die Partei des kleinen Mannes zu sein. Das war der Anfang einer Rede der ASJ Berlin von 2010 anlässlich einer Demonstration zum Tode von Dieter Eich, eines im Jahr 2000 von Nazis ermordeten Obdachlosen, und sie steht stellvertretend dafür, worum es der anarcho-syndikalistischen Jugend geht. Um eine antikapitalistische Kritik am System, gepaart mit einem Einsatz gegen Unterdrückung und Ausgrenzung, beispielsweise in Form von Demonstrationen. Ein Genosse der ASJ Berlin beschreibt das ASJ-Konzept so. Wie viele andere anarchistische Gruppen wollen wir natürlich auch die soziale Revolution und streben die an, sehen aber den Fokus in der Ökonomie und denken, dass man mit der Aneignung der Produktionsmittel eine kapitalistische Wirtschaft und auch kapitalistische Unterdrückung überwinden kann und sehen das ganz klar als unser Aufgabenfeld, da anzusetzen, was nicht bedeuten soll, dass wir andere Unterdrückungsmechanismen als Nebenwidersprüche sehen, sondern ich denke, eine anarcho-syndikalistische Gruppe muss einmal den ökonomischen Kampf führen, muss im ökonomischen Bereich tätig sein, genauso wie im politisch-gesellschaftlichen Bereich. Neben anderen Aktivitäten gab die ASJ Berlin mehrere Jahre lang auch die kostenlose Zeitschrift Schwarzes Kleeblatt heraus. Darin können wir in der Ausgabe Nummer 13 von März-April 2013 Folgendes zur Anwendung des Konzepts der direkten Aktion außerhalb des Betriebs lesen. Die direkte Aktion wird als kollektive, organisierte Kraft verstanden, deren Form ausschließlich von den Betroffenen selbst gewählt und durchgeführt wird. So kann unmittelbar und ohne Umwege in einen Prozess eingegriffen werden. Findet die direkte Aktion in syndikalistischen Gewerkschaften zwar vorrangig im Betrieb statt, so kann diese im Hinblick auf ihr gesellschaftlich revolutionäres Ziel noch mehr bewirken als die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Sie kann auch außerhalb eines Betriebes eingesetzt werden. Im Anschluss werden 3 Beispiele aus den Bereichen Ökobewegung, Antirassismus und Antigentrifizierung ausführlich beleuchtet, um anschließend festzustellen, direkte ökonomische Aktionen sind weitaus effizienter als Konsumentinnenmacht oder Parlamentarismus. Durch einen erfolgreich geführten Arbeitskampf wird das Selbstbewusstsein der Aktivistinnen gestärkt, der Blick für Ungerechtigkeiten geschärft und Solidarität gefördert. Geht man davon aus, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse vor allen Dingen durch die Produktionsverhältnisse bestimmt werden, ist es nur logisch, ökonomischen und politischen Kampf nicht voneinander zu trennen. Um grundlegende gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen, wird genau das im Anarchosyndikalismus versucht. Die Arbeit aktueller ASJ-Gruppen hat klare historische Vorbilder. Wie der Historiker Helge Döring vom Institut für Syndikalismusforschung feststellte, gab es bereits im 19. Jahrhundert erste freiheitlich-sozialistische Jugendorganisationen. Aber erst mit der Aufhebung der Sozialistengesetze und später mit dem Beginn der Weimarer Republik war es diesen auch möglich, politische Arbeit zu betreiben. 1921 entstand dann die SAJD, die Syndikalistisch-Anarchistische Jugend Deutschlands. Unser ASJ-Genosse führt dazu aus. Es ist so gesehen eigentlich unser historischer Vorläufer, auf den wir uns auch berufen als ASJ. Die SAJD hatte zu Höchstzeiten etwa 3000 Mitglieder, 120 Ortsverbände
also schon eine sehr große Jugendorganisation und hatte thematisch die Schwerpunkte Antimilitarismus, Antifaschismus, teilweise Wahlboykott und halt die Selbstorganisation der Interessen ihrer Mitglieder. Helge Döring zählt zu ihren Aktivitäten außerdem noch Ferienlager, Schulentlassungsfeiern, Wander- und Choraktivitäten. Inhaltlich orientierten sie sich hauptsächlich am anarcho-kommunistischen Vordenker Peter Kropotkin und den libertären Pädagogen Francisco Ferrer. Doch Ende der 1920er Jahre wurden die Zeiten rauer. Eine Diskussion zum Thema der Gewalt setzte ein. In einem Artikel in der direkten Aktion Nummer 195 vom September-Oktober 2009 wird die Gemengelage damals so beschrieben. Innerhalb der anarcho-syndikalistischen Bewegung existierten die unterschiedlichsten Auffassungen über die Anwendung von Gewalt. Die einen befürworteten lediglich den Generalstreik als Niederlegung von Arbeit, andere würden auch gewaltsam gegen Streikbrecher vorgehen und generell nur die Streiks verteidigen. Der Umsturz sollte auf betrieblicher Ebene erfolgen, da die Syndikalisten im allgemeinen bewaffneten Kampf die Gefahr der Neukonstituierung politischer Macht mit totalitären Tendenzen sahen. Trotz der Kritik an der Gefahr einer Uniformierung und Militarisierung waren es die Jungen, die zuerst den Kampf mit den SA-Gruppen auf der Straße aufnahmen. Dafür wurde eine neue Jugendorganisation geschaffen, die hauptsächlich aus der SAJD hervorging, die Schwarzen Scharen. Der ASJ-Genosse erklärt: Also es waren eigentlich clandestine, militante, antifaschistische Gruppen, die teilweise auch bewaffnet waren und zu der Zeit für anarchistische oder anarcho-syndikalistische Strukturen beispielsweise auch Schutz organisiert haben. Also so Anfang der 30er war es ja oft der Fall, dass SA-Truppen linke, libertäre Veranstaltungen gestört haben. Und da haben halt Mitglieder der Schwarzen Scharen oft als Saalschutz einfach fungiert. Später haben sie dann im Untergrund weitergearbeitet, weil es natürlich während der Nazis viel zu gefährlich war, öffentlich irgendwas zu machen. Und viele sind dann auch so Mitte der 30er nach Spanien gegangen. In einem Flugblatt der Schwarzen Schar Berlin um 1930 heißt es: Genosse, wie stehst du zur Schwarzen Schar? Vor einiger Zeit wurde in Oberschlesien von FAUD-Genossen eine antifaschistische Vereinigung gegründet. Diese Organisation, die sich Schwarze Schar nennt, hat es verstanden, in kurzer Zeit einen weit größeren Kreis aktiver Arbeiter zu erfassen, als es wie der dortigen FAUD möglich war. Auch in Süd- und Mitteldeutschland und im Rheinland sind ähnliche Bewegungen entstanden. In Berlin-Brandenburg hat sich ebenfalls ein Kreis Genossen zur Schwarzen Schar zusammengeschlossen. Hat eine Kampforganisation für uns eine Daseinsberechtigung? Wir meinen, dass gerade jetzt, wo der Nationalsozialismus auf dem Vormarsch ist, wir diese Frage mit Ja beantworten müssen. Wir als die FAUD sind noch nicht imstande gewesen, an größere Massen von Arbeitern heranzukommen, weil wir keinen fest zusammengefügten Kern aktiver Genossen haben, die tagespolitisch geschult, planmäßig Nachweise und Häuserblocks propagandistisch bearbeiten können. Wir, die mit allem Ernst die FAUD fördern wollen, haben erkannt, dass es notwendig ist, intensive Haus- und Hofagitation zu betreiben und mit Mitteln der modernen Propaganda zu arbeiten. Eigene Musikkapellen, Theatergruppen, wirksame Plakate, Häuserblock-Zeitungen, Lastautotouren aufs Land und den Selbstschutz des Proletariats zu organisieren. Die während der Nazizeit verbliebenen Mitglieder der Schwarzen Scharen wurden entweder verhaftet und starben zum Teil im Konzentrationslager. Andere gingen, wie zuvor erwähnt, nach Spanien, um gegen den Faschismus von Franco und für die soziale Revolution zu kämpfen. In Deutschland dauerte es dann sehr lange, bis es wieder eine anarcho-syndikalistische Jugend gab. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Mehr über die ASJ Berlin, die neuere Geschichte der ASJ und dazu, was sie aktuell so macht, erfahrt ihr im bald veröffentlichten Interview. Die Webseite der ASJ Berlin ist asjberlin.blogsport.de. Viele weiterführende Links zu diesem Beitrag findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de.
Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wie so häufig herrschte auch diesen Monat wieder überall die Anarchie. Und zwar in derart vielfältiger Weise, dass wir leider nur einen kleinen Ausschnitt zur Schau stellen können. Andernfalls müssten wir eine eigene Wo herrscht Anarchie-Sendung zusammenstellen. Wir sprechen daher dieses Mal nicht über Internetanarchie, über postnukleare Anarchie, über Herr der Fliegen-Anarchie oder über Probenanarchie. Aber hört einfach mal rein. Wir stürzen uns gleich mit Sternen.de ins Getümmel. Die Zeitschrift ist nämlich auf der Suche nach der Anarchie. Nun mag der ein oder andere denken, Igitt, also sowas muss ich echt nicht haben. Bäh, muss man auch nicht. Aber wenn man erstmal drin ist, will man eben doch. Worum geht es hier? Schlammcatchen, Straßenschlachten oder vielleicht doch die Gemüseschlacht an der Oberbaumbrücke in Berlin? Nein, unter dem Titel Kommst du mit mir Backstage? Geht es um die pure Anarchie, die Backstage herrscht. Du kannst die albernsten, abgefahrensten, versautesten Sachen machen und erntest dafür entweder frenetischen Applaus oder kaum mehr als einen kurzen Seitenblick, weil alle anderen gerade selbst mit irgendwas Krassem beschäftigt sind. Na, da haben wir doch gleich unsere Definition der Anarchie der Woche. Albern, abgefahren, versaut und einfach krass. So ist sie, die Anarchie. Der menschliche Körper steht im Fokus der anarchischen Betrachtungen des Schweizerischen Tagesanzeigers. Nach der Fuß-, Ellenbogen- und Nasenanarchie widmet sich die Zeitung jetzt auch der Haaranarchie. Wir wundern uns zwar, dass sie diese nun gerade am Beispiel von Donald Trump nachweisen wollen, aber sei's drum. Unter dem Titel Die Show heißt Trump geht es in dem Artikel um Donald Trump und seine Frisur. Sein graublondes Haar hat sich nur widerwillig in eine Scheitelformation föhnen lassen. Die Amerikaner haben eine Besessenheit entwickelt für dieses schwer zu zähmende Haupthaar. Jeder Vergleich ist verbraucht, Hamster, Wischmopp, Urwaldraupe. Sicher, die Anarchie ist ebenfalls unbezähmbar und Vergleiche jeder Art verbrauchen sich schnell. Wie geht es weiter? Vielleicht ist die Frisur die mit Manhattans Geschäftswelt gerade noch kompatible Version einer Hardrocker-Matte, die implizierte Aussage, dass man sich einen Dreck um das schert, was die anderen denken. Ist es ein Zufall, dass seine Frisur zuweilen der des konservativen Londoner Bürgermeisters und Haaranarchisten Boris Johnson ähnelt? Wir sind immer noch nicht von den anarchischen Eigenschaften der genannten Herren überzeugt, aber ihr Haar? Ja, das erfüllt wohl alle Voraussetzungen. Wir wechseln den Kontinent mit dem ARD-Sportstudio, das bei der Leichtathletik-WM in China war. Und wir wussten zwar, dass es mit der Anarchie in China noch nicht besonders weit hin ist, freuen uns aber über die Leichtigkeit, mit der die ARD bei dieser Reportage vom Ausland aus den fortgeschrittenen Zustand der Anarchie in Europa gutiert. Unter dem Titel Peking ist anders berichtet Frank Busemann in seiner Kolumne von folgender Situation. Aber vor dem Stadion, da herrscht Ordnung. Auf dem großen Olympiagelände vor dem sogenannten Vogelnest war ein Gatterlabyrinth aufgebaut, wie man es von der Sicherheitsschleuse großer Flughäfen kennt. Was passiert dann jedoch? Alle gehen durch. Das Schlimme ist, dass einige Europäer einfach daran vorbeigehen. Diese Anarchisten. An der Seite, da ist alles frei. Diese Schlauberger, das geht auch viel schneller. Tja, gewitzt sind sie, die AnarchistInnen. Auch wenn das bei Busemann ein wenig eurozentristisch klingt. Eine weitere Premiere haben wir in dieser Ausgabe von Wo herrscht Anarchie noch? Banksy taucht jetzt auch bei uns auf. Die Süddeutsche berichtet unter dem Titel Abgrundtief lustig über den neuen, von Banksy gestalteten Themenpark Dismaland in Großbritannien. Welcome to Dismaland. Der englische Künstler Banksy eröffnet in einem runtergewohnten Badeort den traurigsten und großartigsten Freizeitpark aller Zeiten. Das Besondere an diesem Park ist, dass aus dem Nebeneinander von Anarchie und Ernst, von Kunst und Quatsch, von trostloser Schönheit und sanfter Depression ein größeres Doppel entsteht: Tiefe und Witz. Schöner lässt sich Anarchie nun wirklich nicht einsetzen. Wenn es um Verbote geht, ist die Schweiz nicht weit, ist vielleicht ein gängiges Vorurteil. Aber weit gefehlt, wie das Blättchen 20 Minuten aus Zürich beweist. Zu einem Artikel unter dem Titel Stadt öffnet nachts Fahrverbotsbarrieren offeriert die Zeitung nämlich die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen, mit der Frage
Glauben Sie, die Autofahrer halten sich trotz offener Barriere weiterhin ans Fahrverbot? Witzig daran ist, dass es relativ egal ist, welche Option man auswählt, denn alle sind positiv. Ja, denn die meisten Autofahrer verhalten sich rücksichtsvoll? Nein, ohne Barriere und Personal herrscht dort bald Anarchie? Mir egal, mit Zürich habe ich ohnehin nichts am Hut. Für alle, denen Zürich nicht völlig egal ist, drücken wir von hier aus für den rücksichtsvollen Umgang und den baldigen Einzug der Anarchie die Daumen. Zum Abschluss noch ein Linktipp für alle, die sich für Geschichte und Widerstand interessieren. Wir sind auf die Seite rebellisches-berlin.de aufmerksam geworden. Ich glaube, du kannst vielleicht was dazu sagen. Ja, auf der Seite finden sich momentan 3 Stadtspaziergänge. Was bald noch auf der Seite dazukommen wird, ist der Hinweis auf unser Buchprojekt, mit dem wir auch verbandelt sind, was auch Rebellisches Berlin heißen wird. Wo es genauso wie bei den Stadtspaziergängen um die Geschichte von Protest und Widerstand geht, vom 13. Jahrhundert bis zur Jetztzeit. Du hast gesagt, das sind 3 Spaziergänge. Welche sind das genau? Beim Stadtspaziergang Rebellisches Berlin, das ist so ein großer Überblick, da geht es um das, was im touristisch hoch erschlossenen Stadtzentrum Berlins passiert ist, und zwar vom 12. Jahrhundert bis heute. Da geht es unter anderem auch um die sogenannte Märzrevolution, um die Novemberrevolution und auch um die 68er-Bewegung. Die anderen beiden Führungen? Es gibt einen Stadtspaziergang zum Thema 1848, also die sogenannte Märzrevolution. Da geht es darum, zu zeigen, was in Berlins Stadtzentrum eigentlich passiert ist und auch darum zu zeigen, dass die hegemoniale Geschichtsschreibung das eigentlich total verzerrt als bürgerliche oder rein bürgerliche Revolution darstellt, was überhaupt nicht so gewesen ist. Und die dritte? Die dritte heißt Berliner Rebellinnen. Da geht es, wie der Name schon sagt, um Frauen. Also um Frauen, die ganz unterschiedliche Dinge gemacht haben, in den verschiedenen Frauenbewegungen aktiv waren. Auch um Frauen in der Märzrevolution, um die sogenannte Kartoffelrevolution. Und auch um Frauen, die in der lesbischen Subkultur in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts aktiv waren. Wie oft kann man an so einer Stadttour teilnehmen und was kostet das? Es gibt ein paar angekündigte Termine immer auf der Website, also die öffentlichen Termine. Da kann ein Mensch immer hinkommen und es kostet, hat keinen festen Preis, sondern alle können nach Selbsteinschätzung ihren Beitrag geben. Willst du noch was zu dem Buchprojekt sagen? Ja, das Buchprojekt wird auch Rebellisches Berlin heißen und soll im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Und das fängt mit einem Kapitel zur frühen Geschichte Berlins an und hört quasi direkt in der Jetztzeit bei dem auf, was in den letzten Monaten passiert ist. Also die ganzen Refugee-Proteste und sowas, meinst du das? Oder? Genau, Refugee-Proteste, Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, Mediaspray, Tempelhof. Hast du das alleine geschrieben? Oder? Nein, es sind tatsächlich sehr viele Menschen an diesem Buchprojekt beteiligt. Es gibt eine Herausgeberinnengruppe, die Gruppe Panther & Co. Und es gibt noch sehr viele AutorInnen, die Texte geschrieben haben. Vielen Dank. Das war's auch schon wieder für diesen Monat. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Feedback, Kritik und Fragen immer gerne an aradio@riseup.net oder über unseren Blog aradio.blogsport.de oder über Twitter @aradio_berlin. Bis zum nächsten Mal. Protesta ple de gent, es puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa. Està per a la festa.
capirà la festa.